DTM, wir sind unterwegs. Die Frage aller Fragen: Wird Kevin Volland Rennfahrer? Jetzt kommt die Antwort. Was geht ab, Leute? Heute ist der Sonntag. Wir sind wieder am DAX gefahren. Wir haben den angekündigten Mega Special Guest. Fischei. Ja. MC Foligno und sein, darf man sagen, Erfolgstrainer. Ja, die haben gestern den Nicht-Abstieg gefeiert, ja. Richtig geil. Ja. Richtig geil, eskaliert. Geiler Arsch, ja. Apropos vom Auto. Das kann man mal sagen. Ja. Und ja, die zwei Kolleginnen hier, die fahren jetzt schön mit. Die darf ich jetzt mitnehmen im Taxi. Müssen wir mal ein bisschen den Schrecken einjagen hier. Dem, aber wie? Dem, ey, du bist für Bräune, wirklich, Alter. Das ist voll die Goldbräune. Die Goldbräune. Was für ein Urlaub. Und dann düsen wir jetzt ein bisschen. Düsen wir mal richtig. Machen wir mal richtig Gas. Richtig Gas. Servus. Wir haben ja einen ganz schüchternen dabei. Er ist gerade frisch geschlüpft. Sag mal was, Lukas. Hallo, freut mich. Und Kevin, bist du aufgeregt? Ja, aber wie? Aber nur weil Dani fährt, deswegen bin ich aufgeregt. Ich bin richtig schon wieder auf dem Grid hier und haben gerade mit MC Foligno eine Taxifahrt gehabt. Den haben wir gerade mitgenommen, ihr habt ja schon gesehen, wie man Taxi fährt. Er war jetzt auch mit dabei. Er ist auch schon mal Rallycross gefahren. Digga, wie war's? War überragend. Besser als Rallycross auf jeden Fall. Tobi ist auch da. Tobi, es war besser als Rallycross, ne? Ja, es freut mich tief zu hören. Es freut mich. Beides cool. Ja, aber geil, oder? Du wirst jetzt auch Rennfahren. Ja, vielleicht. Ja. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt mal eine Rennlizenz von Kevin. Wir gehen jetzt mal hier auf die Nordschleife und dann bringen wir mal Rennfahren bei, oder? Legst das mir mal richtig. Und dann wird es mal richtig abgehen hier auf jeden Fall. Abonniert Daniel ab seinen YouTube-Kanal. Jetzt muss man ganz schön weit nach hinten laufen, weil heute die Audis leider überhaupt nicht gut waren. Die stehen hier. Was ist hier für Platz? 19. P19 bei Excellence sind wir jetzt gerade. Kevin muss hier noch ein bisschen Interview machen. Wen haben wir mit am Start? Daniel! Na, was ist da los? Ja? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ne? Ja, der Marc wieder mit am Start, wisst ihr Bescheid. So, der Rennen geht direkt los. Natürlich unser super Mega-Fame-Kollege Kevin, der muss sich gerade noch für die ARD ein Interview geben. Der wollte jetzt noch ein bisschen erwähnen. Tobi, abonnieren und Daumen hoch. Ja, abonnieren und Daumen hoch. Auch für hier ein Team ab. So schaut's aus. Daniel hat. Ja, wir gehen ein schönes Rennen anschauen. Jetzt haben wir den Kevin gerade gesagt, er hat gerade ein Interview im ersten gehabt. Wir haben aus Spaß gesagt, er soll mal sagen, dass wir hier YouTube-Videos drehen. Und er macht es einfach knallhart. Er hat gerade einfach im Live-Interview bei der ARD gesagt, dass er hier ist, um übergeile YouTube-Videos mit uns oder mir zu machen. Das ist einfach ein geiler Typ. Und jetzt schauen wir uns das Rennen an. So, Freunde, das war also unser Wochenende bei der DTM in Hockenheim. Wir hatten extrem viel Spaß. Ich hoffe natürlich ihr auch. Wir haben jede Menge Videos gemacht, viele Faxen, aber natürlich auch ein bisschen was gezeigt. Gönnen uns jetzt noch ein Eis bei dem schönen Wetter. Sind somit raus. Danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video Daumen hoch, falls ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich auch ein dickes, fettes Dankeschön an unseren Homie Kevin Volland, der so nett war, in den Videos ein bisschen mitzumachen bei den Faxen. Sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Falls ihr ihn noch nicht kennt, checkt auch seinen Facebook und so weiter ab. Ist wirklich ein guter Junge. Falls ihr auch mehr von ihm sehen wollt, könnt ihr natürlich das gerne schreiben. Wir sind natürlich in Kontakt. Und wenn ihr Dinge habt, die ihr von ihm sehen wollt, vielleicht auch mal sein Auto, er hat ein paar coole Autos, vielleicht müssen wir das mal machen. Dann müsst ihr dem Video auf jeden Fall viele Likes geben und viel sagen, was ihr sehen wollt. Dann können wir ihn auf jeden Fall überreden. Peace out.